Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Lineup für Hell in a Cell. Also in diesem Video zeige ich euch nur die Matches, die wir bewundern werden bei Hell in a Cell. Das hier werden wir nicht sehen, Jeff Hardy gegen Daniel Bryan in einem normalen One-on-One, das werden wir nicht gucken. Die beiden starten zwar hier so eine kleine Fehde, aber ich werde ab sofort bei den Pay-Per-Views nur noch die Championship-Matches zeigen. Ah, das hier, genau, das zeige ich euch dann auch nicht. Aus dem ganz einfachen Grund, dass ich auch ein bisschen weiterkommen will, und wenn ich immer dann noch jedes Match zeige, dann sind es nochmal zwei Videos mehr und die will ich mir einfach sparen. Aus diesem Grund werden wir Jeff Hardy gegen Daniel Bryan und Kane gegen CM Punk nicht sehen. Übrigens hat der Universe-Modus einwandfreie Arbeit geleistet. Das hier Match habe ich nämlich nicht selbst eingestellt. Das war so. The Miz war also schon der Number One Contender, was er ja sowieso gewesen wäre, nachdem er bei mir bei diesem Four-Man Battle Royal gewonnen hat. Also, das Auftaktmatch One-on-One zwischen Eddie Guerrero und The Miz um den Intercontinental Championship. Das schauen wir uns nicht an. Dann aber dieses TLC-Match. Road Dogg gegen Primo um den United States Championship. Da hatte ich ja vorher kein Match dafür gemacht. Dann haben wir ein Match um den WWE Tag Team Championship, so wie ich mir gedacht habe. Bradshaw und Farooq, APA gegen The New Age Outlaws, Road Dogg und Billy Gunn. Dann haben wir ein Match um den World Heavyweight Championship, The Undertaker gegen Chris Jericho in einem Hell in a Cell Match. Also, perfekt, einwandfrei, richtig gemacht. Der Universe-Modus hat den Undertaker in ein Hell in a Cell Match gesteckt. So muss das sein. Ja, und dann gegen Y2J, der auch noch ein Rematch hat um seinen Titel. Deswegen ist das auch richtig so. Das hier ist natürlich Bullshit. Das werde ich jetzt noch ändern. Nix hier WWE Championship, Shawn Michaels gegen Ray Barrett. Das machen wir anders. Und das wird kein normales Match, wenn ich das ändere. Frei bearbeiten. Moment mal. So, wie geht das jetzt spezial, ne? Achso, ne, kann ich dann aber auch... Dann kann ich aber gar kein... Oder geht das? Ah doch, es geht, sehr schön. Also, jetzt geht's um den... Hier, Moment, da ist es doch drin, oder? Ne, 1 gegen 1 haben wir ja nicht. Moment, Six-Man Armageddon Hell in a Cell. So, jetzt haben wir es, perfekt. Also, Six-Man Hell in a Cell. Shawn Michaels natürlich ist drin mit dem WWE-Titel, anders geht's ja nicht. Stone Cold, du bist leider nicht drin. Dafür aber der gegen dich gewonnen hat, nämlich The Rock. Der ist ebenfalls drin. John Cena ist nicht dabei, nee. Aber Ray Barrett, der ist hier direkt in der Nähe. Der hat sich ja auch können qualifizieren für das Spiel. Genauso wie Triple H, der darf nochmal ran. Außerdem hätten wir dann noch Kurt Angle. Da müsste ich aber gerade mal bei die erstellten Superstars gehen. Da haben wir Xardas, Jeff Hardy, der Superstar. Den habe ich nur aus Spaß erstellt. Goldberg und hier Kurt Angle. Der darf mitmischen. Den letzten habe ich jetzt glatt vergessen. Wer war denn das? Moment mal. Wie? Moment, habe ich hier nur 5 stehen? Wade Barrett. Ach, Xardas habe ich vergessen. Stimmt. Xardas, der darf auch noch mitmischen in dem Six-Man Hell in a Cell Match. Hoho, das wird ein Match, meine Damen und Herren. Naja, erstmal speichern und ja, das war's dann auch, ne? Mit diesem Video. Also, nochmal, Auftaktmatch um den Intercontinental Championship bei Hell in a Cell. Eddie Guerrero gegen The Miz um den United States Championship. Road Dogg gegen Primo um den WWE Tag Team Championship. Die New Age Outlaws gegen die amtierenden Champions APA. Undertaker, der World Heavyweight Champion, gegen Chris Jericho, Hell in a Cell. Und dann in einem Six-Man Hell in a Cell Match um den WWE-Titel von Shawn Michaels, The Rock, Wade Barrett, Kurt Angle, Triple H und Xardas. Wade Barrett fehlt hier ein Arm auf dieser Anzeige. Naja, egal. Das war's mit diesem Video. Ich freue mich schon auf die Matches. Ich hoffe ihr auch. Bis dann, bleibt dran und tschüss.